Das war kacke. Okay. Applaus für Klaus. 3, 2, 1. Der war gut. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rust. Aus dem Cliffhanger sind wir zurück, der ganze 48 Stunden gehalten hat und gedauert hat und jetzt aufgelöst wird. Es ist... ja. Wieder dunkel. Es ist wieder dunkel. Stimmt. Ja. Die Tradition zieht sich durch. Und naja, wir begeben uns jetzt, denn es ist schon spät, wie wir festgestellt haben. Wir spielen ja immer, ja, richtig. Hahaha. Ha, ha. Also erstmal sind wir immer noch mit den beiden unterwegs. Ja, Caro, stimmt, das vergesse ich immer. Ja, hallo. Geht sie miteinander. Die gehören schon zum Inventar mittlerweile. Ja, Inventar. Mittlerweile. Zumindest, sagt Get Gaming auch immer und ich werde nicht bezahlen. Ja. Schleichwerbung. Oh mein Gott. Das piepen wir raus. Sag piep auch immer. Was da? Let's get ready to rumble! Sieht eigentlich bei die Straße? Ich sehe nicht. Nee, ich auch nicht. Ich habe keine Munition mehr. Ciao. Ich habe kein Licht mehr. Wieso lauft ihr so weit nach links? Ich glaube, wir müssen ein Stück nach rechts. Du hast gesagt, wir müssen nach links. Ich bin nach rechts von euch. Nee, was ich eigentlich sagen wollte. Wir gehen jetzt zurück nach Hause. Zur alten Hütte. Oh nee. Denn Alter, bin ich voll. Alter. Auch noch. Ich springe noch. Nicht. Ich springe hier oben noch hinterher. Nee, ich schaff's auch nicht. Oh Gott. In Short. Oder jetzt kommt wieder der Ententanz. Da spiele ich den Ententanz ein. Alter. Komm, ich mach mit. So ganz. Ich lauf hinter dir her. So. Eigentlich müsste es Yoda filmen jetzt. Ja, stimmt. Ich filme auch. Eigentlich auch auf Yoda, ja. Ja. Okay, dann kann man eigentlich mal, das kann man eigentlich mal sagen. Auf deinem neuen Kanal. Das wollte ich sowieso schon, ja. Yep. Mal so Eigenwerbung machen. Dann sag mal deinen neuen Kanal. Da sieht man nämlich auch. Ja. The Brain Buddies. The Brain Buddies. Genau, mal hier mit The Brain Buddies. Genau, da seht ihr dann die Sicht von Meister Yoda. Albtraumfabrik hat leider noch keinen, beziehungsweise Caro, hat leider keinen YouTube-Kanal. Vielleicht ändert sich das hier. Wenn ihr genug Comments unter allen den Videos hinterlasst, ja, dann wird sie das bestimmt sehen. 5000 Views! 5000 Daumen nach oben! Okay. Ja. Und 5000 ja. Abonnenten. Dann filme ich vielleicht sogar nochmal ein Replay für Kalix. Ja, yeah. Stimmt, das ist mich. Ach, genau. Für die, die es gar nicht wissen, das ist mich die Kamerafrau. Aus Replay 2. Ja. Und 3. Und vom Hardy. Von Pete Smith. Das wisst ihr noch nicht. Ja, genau. Hardy von Pete Smith. Aber nur in seinen Kochvideos. Zu Pete Smith äußern wir uns nicht. Die haben wir schon persönlich getroffen. Wird rausgepiept. Zu Pete Smith, was? Wird rausgepiept. Pieps, oh. Ich weiß übrigens nicht, wo wir sind, weil es so dunkel ist und ihr immer weiter nach links abdriftet. Ja, ich glaube auch eigentlich müssen wir mehr so nach rechts. Ich wollte eigentlich auch ein bisschen nach rechts, damit wir eine Straße finden, ja. Aber irgendwie gehen immer da, alle mit dem Licht weiter nach links. Möchte Caro jetzt Licht? Sagen? Ich hab kein Licht. Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad. Kennt vielleicht keiner. Nee. Nicht mal Caro. Doch, aber. Aber sie fand's nicht lustig. Ich kann mich einfach ignorieren. Einfach ignoriert. Auf jeden Fall ignoriert, kommt mit. Ja, wir folgen dir. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Jetzt verstecken wir uns hier im Wald und spielen Slender. Ja, habt ihr meinen Orientierungssinn gesehen? Ich laufe auch gerne auf falsche Berge oder an andere Ende der Map. Find the L-Pages. Oh Gott. Wir brauchen einen Slender-Sound. Gibt's einen Slender-Sound? Ja, weiß ich ja nicht. Aber ich weiß gerade nicht das mehr, wie Krissel. Schon so lange keinen Slender mehr. Das geht auch. Wir brauchen das Gegrissel, wenn Slender dich erwischt. Miau. Was? Ja, genau das. Weiß irgendjemand, wo wir hinlaufen? Ja, nein. Ich hoffe Caro. Weil wir folgen Caro. Caro läuft vor, die muss wissen. Oh ja, das stimmt. Hier ist doch eine Straße. Ah, naja. Rechts oder das links? Das war alles geplant. Eher schon da lang, ne? Ich würde die schon eher da lang. Ich würde sagen, wir laufen aber weiter geradeaus. Ist viel spannender. Oh Mann. Vielleicht finden wir ein paar Hütten. Genau. Auf der Straße findet man keine Hütten. Das stimmt. Aber ja. Hier zum Beispiel. Alter. Ey, das ist. Ah nee. Das ist doch. Das ist die, wo wir waren. Eben.
Das ist doch unsere. Das ist unser. Also kommt jetzt wieder der Wald, in den wir uns verirrt haben, oder? Das ist unsere alte Hütte. Die wurde schon zum Teil despawned, aber so sah sie mal aus und viel höher. Ja, viel höher. So gute 8 Stockwerke höher. Hui! Aber die Kisten sind noch da. Wollen wir dann nochmal bei Big Red Town vorbeischauen? Schauen wir nochmal bei Big Red Town vorbei. Ne? Ja, das ist ja jetzt hier. Den Weg kennen wir, das ist unser. Das ist unser Hut, das ist jetzt schon. Ja, das ist voll unser Hut, ey. In the Hood. Weil das ist nämlich jetzt richtig die Big in Red Town. Die richtige. The Ghetto. The Ghetto. Okay. Jetzt nicht, oh Gott, wie ich es vermisst hab. Oh. Die sind diese auch. Wege. Was hast du vermisst, das Knistern? Nee, von der Radioaktivität. Dann kann ich immer schön meinen Weg hier lang laufen. Hat wer einen Geigerzähler dabei? Nein, aber es piept die ganze Zeit. So. Oh nee, Gott. Was ist jetzt? Achso. Ich würde sagen, das, was piept, ist deine Mutter unter der Kasse. Alter, vorhin. Ja, das kann man jetzt mal direkt offen im Let's Play ansprechen. Vorhin. Wir wollen einkaufen. Ja. Achso. Und das ist doch eine Lüge. Wir hatten eine Kassiererin vor uns, ja. Und ja, wir waren irgendwie hinter dem Kunden, die belabert hat. Auf jeden Fall sagt die so, ja. Boah, wie viele Bären da sind dran. Ich gehe meinen Kollegen heute den ganzen Tag schon auf den Sack. Ich hab euch was mitgebracht. Und dann. Ich will keiner zuhören lassen. Ich merke das schon, ja. Ich erzähle die Geschichte trotzdem. Okay. Gerne. Und die piept die ganze Zeit mit diesem, ja, diesem Scanner mit, ja, und redet dann einfach mit uns und mit den anderen und piept die ganze Zeit dann, weiß ich nicht, sagt dann einfach nur piep. Es war so nervig und so leicht unangenehm. Ja, das hatte ich so selten nicht erlebt. Das war der Cliffhanger übrigens. Ja, ja. Ach, am Arsch, ey. Ich fand das witzig. Ich muss mal Ripplitz hier. Braucht jemand eine Flashlight-Mod? Kannst du zufällig? Für Drogen oder was? Ja, ja, richtig. Das ist die Bow-Mod. Ja, nein. Flashlight? Nein, das passt nicht. Mir fällt von nicht Humphrey rein. Bogart. So, habt ihr schon alles abgekrast, während ich hier. Ich weiß ja nicht, wo ihr alle wart. Ey, wieso hab ich gerade damit gespielt? Achso, Radio Action. Radioactive, radioactive. Oh, oh. Bin voll. Oh ne, ist bestimmt rechtlich geschützt, hab schon ich wieder? Nicht gesehen. Schon wieder. Kalix ist schon wieder voll. Was? Was? Ich spring gleich hier vom Dach. Naja, das ist. Niemand wird dich aufhalten. So, Tierchen töten oder was? Ich töte Tierchen. War das Tierchen? Türchen, das. Türchen! Also Sunny macht das schon, ey. Sunny. Ist nicht funny. Make some money. In the... Rich man's world. Spitzhacke! Jawohl. Mal ihre Munition ist. Komm her. Ja, Granaten-Blueprint. Also ich bin ja nachhaltig, ne? Ich benutze nur Pfeile. Pfeile sind gut für die Umwelt. Ja. So, ausgeleert. Inventory full. Aber drin schon wieder nach. Echt? Ja. Ich hab eine Perfect MP5. A4. Also falls wer Waffen wechseln will. Ich habe keine Waffe, von daher nehme ich gerne. Achso. Du willst eine, ja? Jojo. Damit ich heute schießen kann. Später. Dann komm her. Wo bist du denn? Ich bin schon wieder hier. Ach, Scheiße. Da. Jetzt habe ich rohes Fleisch gegessen. Bist du doof? Jetzt ist Spaß damit. Ja, so bin ich vorhin gestorben. Oh, als ich nichts zu essen gefunden hatte. Da hatte ich nur rohes, sondern kotzte das aber so schnell aus, dass du weiter Damage kriegst. Also in Rust ist rohes Fleisch essen keine Lösung, wenn ihr anfangen wollt. Nee. Im Gegensatz zu Minecraft, da kann man das machen. Kann man auch hier Rotten Flash essen, wenn man kurz nachher weiß. Wo ist sein Rucksack? Ist der in der Wand verschwunden? Achso, ja. Das passiert öfter mal. So, Yoda, komm mal her. Gibt jetzt die... Denn warum auch nicht draußen machen? Ja. Geht ja auch in der Radioaktivität. Ja, natürlich. Weil wir es können. Damit schön die Haltbarkeit der Rüstung runterliegt.
Echt? Ja, wahrscheinlich, oder? Man sollte sie sonst runtergehen. Wenn man uns gegenseitig hitten, oder? Ja, ja, wenn du dich hittest, ja. Das war nicht mein Gerücht. Ich werde ja nie gehittet. Ja, ich werde von Wölfen gehittet und dann... Dann von so random durch die Gegend fliegenden Pfeilen, die nicht für dich gedacht sind. Ja, das kommt öfter vor, als man denkt. Ja, irgendwie regnet es immer Pfeile. Aber jetzt gerade ist der Himmel ganz... Der ist klar heute, ne? Sind wir eigentlich alle da? Irgendwer fehlt. Ja, Sunny jungelt gerade in den Hütten. Ja. Ich laufe gerade durch die Häuser nochmal, weil nochmal überall was drin ist. Ich weiß gerade schon mal eine Flare hin, weil ich weiß, dass er die sammelt. Ja, jetzt habe ich 10. Jetzt habe ich einen Stack voll. Jo. So. Flare habe ich nicht, was man stacken kann. Steine habe ich noch. Die brauche ich nicht. Juhu. IPK, yeah. Ich sammle hier nochmal alles ein. Ja, Schuhe irgendwie, keine Ahnung. Alles nur Mist eigentlich. Ich hätte Leder im Angebot. Leder. So, was haben wir? Brauchwürde hier. Was? Wo bist denn du? An den Häusern. Wo seid ihr denn? Draußen. Auf der Straße. Auf der Straße. Wir wurden ausgesetzt auf der Straße. Niemand wollte uns aufnehmen. Außer die Straßen. Die Straßen nimmt alle auf. Ob sie will oder nicht. So. Oh, deine Mutter, Rodoszeit, Alter. Ah! Ah, Alter. Oh Gott. Ich hab's getroffen. Da läufst du dir genau in dem Moment vor. Da läufst du einfach so in den Schuss? Warum machst du denn sowas auch? Ich wollte den Weg vor dir anschließen, ey. Mhm. Oh nee, komm. Oh Gott, ey. Naja, ich... Habe ich sie wenigstens alle? Nee. Ach komm, wenn dann alle. Ich komm mich mal retten. Alles für den Dackel, alles für den Club. Wo seid ihr denn schon? Wir kommen auf der Straße. Auf der Straße, ja. Wir kommen den Bären zur Unterstützung. Ich hol mal einen Bären mit. Oh ja. Das ist aber kein Bär. Oh, heute hat er was. Die Ruhe gewachsen. Du hast da was. Poppern. Dann kann ich auch geben, weil Kalex schießt immer so ein bisschen daneben. Links den Lachs erlaubt sich aus Versehen. Du bist gelaufen. So. So, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben. Unglaublich, oder? So, zurück oder was? Was? Ja, wir wollten ja schon ganze Zeit, aber irgendwer rennt immer wieder rein. Ja, wer ist denn das, ey? Macht man Scheiß. Ich bin auch drin gewesen. Ich glaube, die ist reingerannt, die gesagt hat, ey, guck mal, ist schon so spät, wir sollten uns vielleicht ein bisschen beeilen. Okay, was ist? Nee, nicht da lang. Nicht? Wo lang? Nicht da unten lang. Da lang, ne? Nee, hier durch die Berge. Ja, so, aber nee. Ich wollte mich halt erstmal irgendwo sammeln, aber irgendwer rennt immer wieder rein. Und wieder ein Voll. Okay, ich hab keine Munition mehr. Ja, dann lauf doch. Ich hab grad im Menü festgehangen. Mit gefangen mitgehangen, würde ich so sagen. Ne, keine Ahnung wo lang. Mir ist egal wo lang. Na, dann führt man eben an hier. Ja, ich lauf Yoda hinterher. Ich lauf einfach irgendwo querfeld ein. Okay. Wird schon klappen. Irgendwo kommt man mal an. Alter, wir sind gerade verschwunden. Wir sind hier oben. Da. Hier. Hab ich nicht mehr gesehen. Folgt dem Pfeil. Das Haus hier angucken, was da ist. Welches Haus? Da waren wir doch gestern echt? Schon. Ah, komm. Das da? Gestern? Haben wir doch leer geräumt. Ja. Echt? Da bin ich mir zu 100% sicher, dass wir da gestern. Vielleicht ist das jetzt ja wieder voll. 100% ja. R&B. Was? So? Ja. Ja, das ist das, wo man so behindert reinspringen muss. Ach so. Ah ja. Ist das, was ich von oben zugebaut habe. Ja, und da waren wir zumindest auch, oder? Ne, da waren wir auch unten. Wir haben das aufgesprengt von innen. Ach ja, aber die Wand war noch nicht da. Doch. Das echt? War alles doch. Da. Ja, okay. Du musst so, so schwul reinspringen, genau. Da musst du da über die Kiste springen und von oben sind wir rein und dann haben wir uns nach unten reingekommen. Nee, ist okay. Hier hast du sogar die Wand aufgebombt da oben, hier. Ach, stimmt. Okay. So, Kalex ist wieder oben. Da war übrigens auch noch Essen drin, glaube ich, das habe ich vorhin rausgeholt. Achso, du warst vorhin schon mal drin nochmal? Ja, als ich mich hier verirrt hatte und das Metallhaus gefunden. Wohin? Wir gehen jetzt ein bisschen bergsteigen. Scheiße, injured. Ey, echt?
Sollen wir da warten? Ja, hier, nee. Räuberleiter. Das sah gerade aus wie Räuberleiter. Ja. Was sagt denn eure Aufnahmezeit? Wisst ihr nicht? Genau. Wissen wir nicht. Ihr wolltet letztes ja nicht, Mal dass ich gucke. Waren es 30 Minuten? Dann machen wir jetzt 31 Minuten. Nein, warum ist es top? Backen wir uns jetzt hier hoch? Also, ich bin seit 18 Minuten wieder online. Schräg rennen. Ah. Echt? Na gut, wir haben ja noch aufgenommen, ne? Kurz danach haben wir angefangen. Ja. Wo ist denn Caro? Hier oben auf dem Berg. Ach, da wartest du auf Kalix. Kalix. Oh, ja. Oben. Guck einfach geradeaus nach oben. Genau. So, ich kann nicht springen. Jetzt. Ah, jetzt geht's weiter. So, hier hoch. Siehst du ja. Also. Ja, ja, ich pack mich hoch. Okay. Und. Hui! Alter! Ich lauf so gern in die Schüsse. Aber hab ich doch auf Kalix geschossen. Er ist doch der im roten Hemd. Gar nicht, nein. Ich bin der im grünen Hemd. Ja. Natürlich. Da ist ja schon wieder eine Straße. Wo sind denn hier die ganzen Straßen immer? Da ist eine Straße, da ist eine Straße. Aber hier versteckt sich doch bestimmt, oder? Ich laufe nochmal nach ganz oben. Ist bestimmt irgendwo eine Hütte. Das kann gut sein, ja. Außerdem ist das besser, weil wir uns danach wieder alle nicht mehr sehen. Ja. Also ich bin bei zwei anderen Grünen. Naja, das ist ja hoch. Das sind nicht wir beide. Folgt denn jetzt einfach mal. Wer weiß. Ah. Es geht. Umgekommen. Einfach immer links, Anlauf. Rechts laufen, immer so schräg. Nee, einfach nee, hier. Den Berg. Genau. Hier ist nisch. Doch, da vorne läuft ein Grüner. Was, ein Döner? Ein Döner. Döner wäre jetzt geil. Döner. Ja, oder? Lass mal Döner holen. Okay, ich hab gehört, Kalix geht einkaufen. Ja. Ich hab gehört, aus. Du wohnst am weitesten weg und musst erstmal herkommen. Wollte gerade sagen, du musst erstmal herkommen. Oh, hier liegt wer, ich hab ihn gefunden, ich darf's behalten. Was? Ach Mann, ihr alle mit eurem. Na. Ja, tatsächlich jemand. Wer es findet, darf's behalten. Das ist das vier Holz. Oh. Yoda hat den richtigen Riecher. Ja, ich weiß auch, warum ihr die Leute seht und Caro und ich nicht, außer Caro macht das auch so, aber. Wie jetzt? Ja, ja. Also ich hab so Gras an, ihr seht hier doch noch so ein paar kleine Büsche. Ich weiß gar nicht, was hier war. Ja, eben. Wo ist denn... Ich mach das aus Performance-Gründen, weil es leckt ein bisschen bei mir. Genau. Ui, rechts oder links? Nach rechts. Das ist das gelobte Land. Wir laufen dann durchs gelobte Land jetzt. Wir müssen aber nach rechts. Ja. Na dann. Und da liegt noch einer. Was? Ich sehe das mit meinen Röntgenaugen. Ich wollte schon sagen, der hat doch nicht wieder in die Sehne. Kann doch nicht sein. Auf zur Betthöhle. Das hat Caro bestimmt nicht parat, den Sound. Ich hab Angst, dass wieder alles abstürzt, wenn ich den Sound einspiele. Da ist ein Holzhaus, kennen wir das schon? Ja, hier sind viele, also sieht irgendwie so neue. Oh, ich glaube, das ist das, wo wir aus wie so ein Block. Gucken. Das, wo wir uns durch die. Wo wir ewig C4 gebaut haben. Doch, oder? Bei dem hier? Vielleicht doch, mal gucken. Ja, doch, könnte sein, ja, doch. Aber das ist es. Ist wieder zu. Das habe ich vorhin schon gesehen. Der hat den entfernt, genau, hier war die Tür. Und die von uns gebaute Treppe ist auch weg. Und es hat ein Dach. Da ist auch, sind Boxen drin. Warte mal, ich guck mal, überall ein Dach. Siehst du von oben? Ja, kannst du ja durchgucken von unten und ob der blauen Himmel. Ach so, kannst du mal durch die, genau, so mache ich das. Ne? Guck mal durch die Schlitze und gucke, ob man dann blau sieht. Und wenn dann weißt du, was da kein Dach ist. Aber hier sind überall Dächer. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau. Ich. Achso. Aber weißt du, was man machen kann? Man kann sich weit wegstellen und dann einen Pfeil durchs Fenster schießen. Völlig gut. Okay, alles zu. Ja. Ja. Okay, gehen wir weiter. Ja, gehen wir weiter. Ah, ich geh schon mal auf die Straße. Ich schon wieder betteln. Ja. Oder? Was? Hier rechts kommen doch wieder die anderen Häuser, die wir schon leer geräumt haben. Ja. Beziehungsweise, ja. Wo sind sie denn? Alter, wer schießt da? Ich weiß nicht, sorry. Achso, nee, ich wollte nur testen, ob ich es noch drauf hab. Und ich kann nur sagen, M2O, du hast es einfach drauf. Kennt das noch irgendwer von euch? Nee.
M to the O. Das war hier dieses krasse Pimp My PC Video von Giga Games. Oh, ich dachte. Giga Games? We gotta da pimp your wer. PC. Da schläft wer? Schläft wer drin? Was? Wo? Oder? Doch. Ich glaub, da schläft wer drin. Wer ach, schläft da drin? Wem? Ach so. Ja, das ist auch eine Metalltür. Ja. Ja, waren wir ja gestern schon drin. Da schläft wer drin. Hat sich jetzt auch nicht so wahnsinnig gelohnt. Naja, vielleicht lohnt es sich heute auch nicht so. Man weiß es nicht. Der muss ja immer mit der Zeit erst den alten Schaden beheben. Er hat ja noch keine Zeit, Neues zu sammeln. Wir müssen den Leuten ein paar Tage geben. Wir kommen morgen wieder. Okay. Ich glaube übrigens, wir haben schon genug aufgenommen. Glaube ich auch, ja. Jetzt. Ja. Und dann treffen wir uns gleich beim Haus oder beim wieder. Ja, liebe Freunde, dann habt ihr jetzt unser altes Haus gesehen, was wir aufgebaut hatten, wo wir eigentlich auch aufnehmen wollten. Ja, das hat sich ja nicht so ergeben, aber hier ist das gelobte Land. Eins, hier gibt es halt viele Ressourcen und Rohstoffe halt, ne? Was halt Ressourcen sind, ja, ich weiß. Aber, naja. Ja, wir begeben uns zurück ins alte Haus und werden da. Was war denn das, Alter? Ich hab das Reh getroffen. Hürdenspringen. Was? Ja. Hodenspringen? Hodenspringen, ja. Hodenspringen. Gibt's auch nicht. Ich überzeug, was ich am besten kann. Ich springe in den Schuss. Komm. Tja, und in der nächsten Folge werden wir dann weitere C4 bauen, während wir schon mal ein bisschen Scheiße noch machen. Auf dir? Werde ich jetzt hier das Ganze schon mal abmoderieren. Wir sehen uns morgen zu Minecraft, übermorgen zu Rust wieder. 19 Uhr geht's weiter. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.